Moin, ein wirklich sehr spannendes zweites Viertelfinale, vor allem nach dem ersten Viertelfinale. Video. Bonga hat ein sehr schönes Video, auch wenn die Qualität nicht ganz ordentlich ist. Die Location ist in Ordnung, Performance und Kameraführung finde ich schön. Black Devil, genau das Gegenteil. Das Licht ist noch ganz cool, aber das war's dann auch. Scout hat sehr schöne Locations, eine stimmige Performance, gute Effekte, guten Schnitt. Nur die Farbauswahl beim Video gefällt mir nicht und es sieht ein bisschen übersättigt aus. Wegen Devils Video gebe ich an dieser Stelle ein 2:1 für Scout. Technik fand ich sehr schwierig zu bewerten. Scout hat zwar die besseren Reime, aber die sind wirklich viel zu zweckig. Bongas Reime sind vollkommen in Ordnung, teilweise auch zweckige Stellen, aber insgesamt definitiv solide. Black Devil ist da schon ein bisschen unkonstanter und hat teilweise unsaubere Reime. Insgesamt sehe ich das relativ ausgeglichen und möchte hier ein 2:2 geben. Flow. Im Flow finde ich Bonga sehr stark. Devil hatte einen Fehler, der sehr unschön klang, in der Challenge bester Line. Ansonsten aber top. Vom Klangbild finde ich Devil richtig cool. Scout hatte ein paar größere Probleme mit dem Takt. Ich will ihm hier wirklich einen Punkt geben, aber ich finde, dass er wirklich nicht mithalten kann. Ich kann mir die Runde trotzdem gut geben und Audioqualität finde ich bei beiden gut. Bei Scout sind mir die S-Laute ein wenig zu scharf, da sollte er einen De-Esser benutzen. Insgesamt waren Bonga und Black Devil aber klar stärker als Scout, deshalb ein 2:0 in Flow. Kreativität. Bonga hat eine sehr schöne Parodie gebracht. Black Devil leider überhaupt nicht. Bonga hat das da schon sehr gut vorgemacht und Black Devils Part hinkt da kreativitätstechnisch wirklich sehr, sehr weit hinterher. Scout hat Bongas Runde parodiert, in der Bonga Mula parodiert hat, was dann irgendwie ins Leere geht. Allerdings fand ich Black Devils Parodie mit dem Beat und dem ähnlichen Video aus der letzten Staffel sehr schön. Parodierende Lines waren auf beiden Seiten sehr gut. Beide Runden haben also einen Anteil von 50% mit geilen Parodien, daher ein 3:3. Punchlines. Hier haben Bonga und Black Devil sehr schöne Lines gebracht und die Runde trifft einfach als Gesamtpaket. Bei Scout finde ich den Part gegen Bonga zu einfallslos und eben wegen der Mula Parodie nicht treffend. Scout hat vorhin 2 Punkte für Technik bekommen und das backfired jetzt ziemlich. Denn manche Aufbaulines sind einfach so sinnlose Scheiße, nur damit sie sich reimen, dass einfach keine vernünftige Punchline bei rumkommt. Die Sache mit dem Autotune zum Beispiel finde ich ist ein guter Ansatz, aber mit Autotune ist schwul als Pointe ist mir das einfach viel zu schwach. Gegen Black Devil sind ein paar nette Lines dabei, kommt aber insgesamt überhaupt nicht an die 2 ran. 3:1 für Bonga und Black Devil. Der User-Vote geht ganz knapp mit einem 1:0 an Bonga und Black Devil. Extra ist ein 1:1 für mich, beide haben sehr schöne Runden, beide hätten es verdient im Halbfinale zu sein. Allerdings wird der Platz dann halt durch andere Leute weggenommen, die sich weniger Mühe gegeben haben. Ich wünsche mir in Zukunft trotzdem ein bisschen mehr Aufwand von Black Devil, weil ich finde, dass er einfach viel mehr kann. Das war's dann von mir und jetzt noch viel Spaß mit Milat. Beginnen wir jetzt einfach mit meiner Bewertung. Bonga und Black Devil gegen Scout. Ja, wie schon Ilo Tomati gesagt hat, das Battle ist viel besser als das erste Viertelfinale. Ja, ich kann euch sagen, dass der Verlierer mit der Viertelfinalleistung den anderen Gewinner 40 Kilobytes mit dieser Viertelfinalleistung locker getoppt hätte. Als ich den Skript geschrieben habe, ist halt, und ich die Analyse von Illutuati bekommen habe, habe ich halt bemerkt, dass halt mehr oder weniger logischerweise, so wie es fast immer der Fall ist, dass sich sehr viele Sachen übereinstimmen. Und anstatt ich dir jetzt einfach doppelt sage, fasse ich das jetzt einfach mal ganz kurz zusammen. Und zwar, ja, ist ja klar, Video geht 2:1 an Scout, da müssen wir nicht lange drüber reden. Mir hat Bongas Part videotechnisch sehr gut gefallen, aber dafür Black Devils war richtig Schrott. Aber ich muss sagen, dass Scout im Direktvergleich gegen Bonga alleine meiner Meinung nach trotzdem etwas besser war. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da trotzdem 2:2 oder 2:1 gegeben hätte. Ich hätte auf jeden Fall stark hin und her tendiert, weil mir der Schnitt besser gefallen hat, die Übergänge und irgendwie hat es mit der Location auch mehr gefallen, obwohl das bei Bonga irgendwie so mehr für die Parodie gut getan hat, weil er sich so mit dem coolen Hut so nach verkleidet hat, was mich irgendwie an die letzte Viertelfinale-Runde erinnert hat, also von der letzten Season gegen Scout. Jo, mit dem coolen Auto etc. pp. Aber Black Devil hat mir überhaupt nicht gut getan und deswegen gebe ich dann klar das 2:1. Jo, Flow. So, ich meine, natürlich hat Scout gar keine Schnitte gegen Bonga und Black Devil. Gar keine Schnitte, die sind
viel routinierter und viel taktsicherer als die. Trotzdem, ich finde es halt einfach schade, dass sie Scout jetzt meiner Meinung nach, ich meine, gut, das ist ja auch meine Analyse, ich muss ja nicht dauernd sagen, meiner Meinung nach, bla bla bla. Ich finde halt, dass Scout in der Qualifikation so am besten geflowt hat, denke ich. Ich habe das mir am besten geben können. Dester war halt auch ganz cool, so anzuhören. Ich meine, natürlich hat er jetzt nicht die krasse Taktsicherheit, er hat extreme Probleme und ein paar Betonungen sind richtig scheiße. Aber trotzdem kann man sich das eigentlich sogar gut geben. Ich verstehe auch selber nicht so. Bei dem ist auf jeden Fall so, natürlich ist er so kein kompletter Loser, ne, was das betrifft. Aber trotzdem ist er einfach so, gegen die kommt überhaupt nicht an. Was habe ich mir aber dazu überlegt? Normalerweise gebe ich da ein 2-0. Da Il Automati aber ein 2-0 gegeben hat, gebe ich da ein 2-1. Das ist halt mehr oder weniger ein 2-0,5 wird. Was auch, ich denke, besser für das Ergebnis passt. Da ich denke, ein 2-0 zu krass wäre, aber auch 2-1 zu, naja, auch zu unfair ist, weil der Abstand auch groß genug ist. Aber ich meine, wenn ich schon Donkey der Benz einen Punkt gegeben habe und der Abstand sogar gleich groß bzw. sogar noch größer ist, da ich finde, dass Scout sogar besser ist als Donkey der Benz. Deswegen kann ich dauernd einen Punkt geben. Ich meine, gut, kann man darüber diskutieren, aber ist ja meine Sache, ne? Technik, ja, sehr, sehr schwer zu bewerten. Ich meine, wie gesagt, Scout reimt viel mehr. Aber der benutzt so Zweckreime, die ich einfach überhaupt nicht checken kann. Das ist einfach so voll viel zu random. Zum Beispiel, Fly wie das Göttliche. Reimt aufs Wrestlinge. Natürlich, ich meine, wir kommen jetzt Punchlines drüber, ne? Wenn ich das mal genauer untersuche, unter die Lupe nehme. Aber natürlich bezieht er sich auf Black Devil oder das in Sprössling, aber ich meine, komm schon. So, wer sagt Sprösslinge? Oder Mini-Schaden auf Panini-Karten. Ich meine, Zweckreimsum. Wer sagt Mini-Schaden und auf, bezogen auf Gangstermucke? Es gibt ein paar Stellen, die wirklich Zweckreim ins Gesicht geschrien haben. So richtig hart. Bei Bonga und Black Devil war das halt etwas schwächer. Also, meine, von der Silmanzahl schwächer, ja, aber das hat mehr Sinn gemacht. Und beziehungsweise hat auch mehr den Inhalt unterstützt. Auf das achte ich auch ein bisschen. Natürlich achte ich das jetzt mehr auf Punchlines, aber für mich ist es einfach wichtig, dass der Inhalt einfach nicht verloren geht. Beziehungsweise, dass der Inhalt nicht keinen Schaden bekommt. Oder wie Scout sagen würde, keinen Mini-Schaden. Jo. Ich meine, natürlich hat auch Bonga richtig schwache Reime, wie zum Beispiel zahlen sich aus und Nale raus. Komm schon, das ist viel zu unrein, das reimt sich quasi nur aus und raus. Oder? Natürlich haben die auch gute Reime. Ich kann jetzt nicht alles aufzählen, weil es mir viel zu lang dauern würde. Das ist einfach viel zu unrein teilweise. Natürlich, ich habe sogar überlegt, Scout einen Technikvorsprung zu geben. Dadurch, dass es aber teilweise viel zu zweckig ist. Und Bonga, also Bonga auf jeden Fall besser abgeliefert hat als Black Devil, das ist klar. Aber trotzdem ist es sogar für mich recht knapp. Bei Black Devil und Bonga stand der Inhalt im Vordergrund, beziehungsweise auch, die haben auch eine ziemlich solide Reimtechnik. Auch wenn es jetzt nicht gerade die beste ist, besonders die von Black Devil. Wie gesagt, ich habe lange überlegt, aber ich bin dann zu einem Schluss gekommen, dass ich 2-2 gebe. Ja, ich denke, das wird schon so passen. So, Punchlines.